Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV. Mein Name ist Bianca Oberscheider und es freut mich, dass ich Sie auch heute wieder bei unserem Wochenmagazin begrüßen darf. Viel los war vergangene Woche in Feldkirch, denn die Ochsenpassage wurde feierlich wieder eröffnet und wir waren mit dabei. Was in früherer Zeit einmal ein Treffpunkt für Zünfte war, erstrahlt heute in neuem Glanz. Die Ochsenpassage in Feldkirch schmückt nach ihrem Umbau wieder das Herz der Stadt. Damals wie heute stellt die Ochsenpassage mit ihrem historischen Gasthaus Ochsen einen belebten Treffpunkt für Jung und Alt dar. Klar, dass auch die Eröffnung gefeiert wurde. Ja, das Besondere ist, dass der Eingang zu dieser Passage, das Gasthaus Ochsen, jetzt komplett neu renoviert wurde und dass diese historische Bausubstanz wirklich wieder zeitgemäß installiert wurde und in dem Zusammenhang auch die Passage ein Facelifting erhalten hat. Also es wurden Geschäfte zusammengelegt, größer gemacht und neu bestückt. Wir haben die Decke neu gestaltet, mehr Licht hereinbekommen. Wir haben nach außen zur Zeughausgasse geöffnet und damit Durchblick ermöglicht und damit ein kleines innerstädtisches Einkaufszentrum geschaffen. Auf der Suche nach guten Lösungen war eines der obersten Ziele, der Innenstadt wieder neues Leben einzuhauchen. Im Herzen von Feldkirch sollte ein Treffpunkt kreiert werden, der alle Bürgerinnen und Bürger anspricht und für jeden etwas zu bieten hat. Das ist auch bestens gelungen, wie Wirtschaftskammerpräsident Manfred Rhein bestätigt. Es wäre schade, wenn sie nicht belebt werden würden, weil es geht viel verloren. Es sind wunderbare Plätze, es sind wunderbare Städte und das Leben der Menschen findet auch in den Innenstädten statt. Wir haben das in den letzten Jahren erfahren, bei diesen großen Umbauten, wie der Rückführung von der grünen Wiese in die Innenstädte. Und es ist nicht nur die Wirtschaft, es ist nicht nur der Handel, der profitiert, es profitieren vor allem auch die Menschen, die dort wohnen, die dort leben, haben eine neue Lebensqualität. Es ist ein Treffpunkt, es ist ein Kommunikationszentrum, man spricht miteinander, man trifft sich, man kann Veranstaltungen durchführen, kulturelle Veranstaltungen, alles ist möglich und es ist echt, es ist nicht gekünstelte Landschaft. Das ist das Schöne und ich bin sehr froh und dankbar, dass gerade Hermann Metzler mit der ZM3 in diesem Bereich und auch die Firma Prisma sehr viele Anstrengungen die letzten Jahre hier vorgenommen hat, um diese Innenstädte wieder zu beleben. Beleben mit Einkaufs-, mit Geschäften, wo Einkauf möglich, mit einer Vielfalt von verschiedensten Produkten, Artikeln, die angeboten werden. Wir haben lange gekämpft, wir haben lange versucht, dass wir Partner finden. Es hat sich gelohnt. Wir können heute auf eine Bilanz hinweisen. Es ist möglich. Viele sagten damals, vor 20 Jahren, das schafft man nie. Wir haben es geschafft und wir werden noch mehr schaffen. Und zwar mit solchen Leuten, die hier mitgemacht haben. Die Investitionen für die Überarbeitung der beliebten Passage beliefen sich auf über 2 Millionen Euro. Und dieses Geld wurde bestens genutzt. Viele Neuerungen, insbesondere das tolle Lichtkonzept, konnten zum ersten Mal von den Besuchern bestaunt werden. Besonders stolz zeigt sich dabei Architekt Markus Mitiska, für den die Arbeit nicht lange brach liegt. Denn der Umbau des Montforthauses steht an. Es ist so, dass die Deckenelemente jetzt mit einer integrierten Beleuchtung nach unten leuchten und aber die Hauptfassaden der Geschäftselemente mit ausgeleuchtet werden. Wie haben Sie sich hier drin verwirklicht? Was ist Ihr persönliches Highlight? Das ist die Sanierung des Ochsen, der bauhistorischen Substanz hier herinnen, wo es einfach darum gegangen ist, dass man hier zwischen dem alten Gebäude, das mittelalterliche Substanz hat, diese Einbauten und die neuzeitliche Nutzung angepasst hat und diese Elemente freilegt und nicht überzeichnet mit den neuen Elementen. Bei einem Rundgang konnten sich die Gäste zum ersten Mal selbst davon überzeugen, wie viele Möglichkeiten die neu konzipierte Passage bietet. Vom Ochs Mini und dem Ochs Deli, wo man sich kulinarisch verwöhnen lassen kann, führt das Erdgeschoss den Besucher zu kreativen Einrichtungsideen und ausgefallener Mode. Auch ins erste Obergeschoss konnten die Besucher einen Blick werfen und einmal bei ZM3 Immobilien vorbeischauen. Neben der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Einblick in die Schönheitsklinik gewährt, die sich im Dachgeschoss der Passage befindet. Dabei ist die Mischung von altem, dunklem Holz und neuem Design ein Highlight. Ein bunter Mix aus Geschäften und Büros, der sich in der Ochsenpassage befindet und sicherlich großen Anklang finden wird. You're just what I'm looking for.
Scheibenfolien bei Joe Kleber Dornbirn. Tausch, Tönung, Reparatur. Menschen aus Süditalien trinken gerne Fruchtsaft. Fruchtsaft aus Vorarlberg. Sie kaufen sich immer einige Liter auf Vorrat, verstaut in einem Küchenschrank, der lautlos schließt. Mit innovativen Möbelbeschlägen aus unserem Bundesland. Und sie finden den Saft ganz leicht wieder. LED-Leuchten aus Dornbirn spenden auch im letzten Winkel des Vorratsschranks Licht. Die Transportwirtschaft und ihr wichtigstes Vehikel, der LKW, verbinden unsere Wirtschaft mit ihren Kunden, unseren Standort mit der Welt. Der LKW hält die Wirtschaft in Schwung, bringt unsere Produkte in weit entfernte Länder und holt die Welt nach Vorarlberg. Die Transportwirtschaft ist für den Wirtschaftsstandort lebenswichtig und sichert Arbeitsplätze in allen Branchen der Vorarlberger Wirtschaft. Und Sie können sicher sein. Unsere Mitarbeiter fahren keinen unnötigen Kilometer, sie verbrauchen keinen Liter Treibstoff zu viel, sie nehmen Rücksicht auf die Umwelt mit LKWs, die heute schon weit sauberer fahren als die meisten PKWs. Sie bringen, was wir täglich brauchen. Unsere Mitarbeiter sind heute weit mehr als nur Fahrzeugführer. Sie besitzen technisches Wissen, sie können mit Computern umgehen und sind Logistikexperten. Und sie sind täglich in Kontakt mit vielen Menschen, ob nun im Nahbereich und in ganz Europa. LKW-Lenker, ein Beruf mit Perspektive. Willkommen auf Zypern, dort, wo die Götter Urlaub machen. Fliegen Sie mit mir auf die sonnenreichste Insel im Mittelmeer, dort, wo Erholung zum Erlebnis wird. Es erwarten Sie im idealen Reisemonat November angenehme Luft- und Badetemperaturen von ca. 25 Grad, während bei uns schon der Wintereinzug hält. Unser seit 15 Jahren bewährtes Hotel Sun Garden in traumhafter Lage in Ayia Napa, direkt am schönsten Sandstrand Zyperns, eignet sich hervorragend für einen entspannten Urlaub in familiärer Atmosphäre. Ein tolles Ausflugspaket ist bereits im attraktiven Pauschalpreis enthalten. Das Unterhaltungsangebot unter dem Motto Mitsingen, mitfeiern ist für viele Gäste eine willkommene Abwechslung. Buchen Sie rasch bei Highlife Reisen in Götzis. Infos auf www.highlife.at. 50 Jahre Expert Janets. Der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Golf wird in Vorarlberg immer populärer und dass dieser Sport nicht nur im Sommer gespielt werden kann, das zeigen wir Ihnen mit unserem nächsten Beitrag. Wenn man hier in deine Halle reinkommt, was war dir wichtig? Was soll der Golfer als erstes denken, wenn er deine Anlage sieht? Sie sollen hereinkommen und irgendetwas vorfinden, was sie sich nicht vorstellen konnten. An den tristen Herbsttagen hereinkommen, schönes Wetter vorfinden, sich fühlen wie im Urlaub. Du sagst es, man kriegt hier richtiges Urlaubsfeeling. Es ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt hast du hier drin ja verschiedene Bereiche aufgebaut. Bleiben wir mal beim Golfsimulator. Was ist denn da das Spezielle dran? Der Simulator ist aus der neuen Technologie. Es gibt einen Generationswechsel. Bei den neuen Anlagen wird mit Highspeed-Kameras gemessen. Das heißt, der Schwung wird mit Highspeed-Kameras aufgezeichnet und der gespielte Ball wird mit Highspeed-Kameras aufgezeichnet. Und das ergibt einen authentischen Ballflug und auch eine Schlägerüberwachung, wie sie wirklich ist. Wie genau ist denn die Anlage? Was ist denn alles messbar? Messbar ist der geschlagene Ball in Abflugwinkel, in Richtung, in Spin und die körperlichen Bewegungen werden aufgezeichnet und somit sehe ich immer, wie ich in der Schwungbahn bin.
Wo kann ich denn überall spielen bei dem Golfsimulator? Was gibt es denn für Golfplätze zur Auswahl? Es gibt die berühmtesten Plätze, die in Amerika auf der PGA gespielt werden. Da ist zum Beispiel Pebble Beach dabei, da ist Doral dabei, Blue Monster, da ist Spyglass Hill dabei, da ist Torrey Pines dabei. Also die bekanntesten Plätze, die man so kennt. Die ganzen sind in Originalfotografie dargestellt und in einer Qualität von HD. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur Profis zu dir zum Spielen kommen, sondern auch Anfänger. Was bietest du denn den Anfängern? Wie können diese sich dem Golfsport annähern? Ich habe verschiedene Trainingsmodis auf dem Simulator, wo man das kurze Spiel trainieren kann, wo man auch auf dem Simulator das Putting trainieren kann. Und noch zusätzlich im Trainingsgelände, da haben wir ein Putting Green mit 130 Quadratmeter und ein Chipping Gelände, wo man kurzes Spiel bis 25 Meter Carry trainieren kann und das Ganze auch in verschiedenen Standpositionen. Du hast es gesagt, das kurze Spiel ist ja immer ein kleines Problem für jeden Golfer. Wie kann ich das denn hier trainieren? Was hast du alles aufgebaut? Es gibt die Möglichkeit, von modelliertem Untergrund zu spielen, weil man steht ja nicht immer gerade auf dem Golfplatz. Da ist das Gras ein bisschen höher. Dort die schwierigen Situationen kann man da trainieren. Dann habe ich noch zwei Abschläge, wo man direkt ins Netz schlagen kann. Und eben das Putting. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, lange Putts, kurze Putts auf modelliertem Grün zu machen. Die Geschwindigkeit auf dem Grün ist für Vorarlberg so eine durchschnittlich oder schnellere Geschwindigkeit. Und das passt sehr gut. Du hast ein Wasserhindernis eingebaut. Warum? Ja, Wasserhindernisse gibt es ja leider Gottes auch auf den Golfplätzen. Und wir sehen auch hier, dass es als psychologisches Hemmnis funktioniert. Die Leute haben Hemmungen, da drüber zu schießen. Macht aber nichts, wenn sie mal drinnen sind, ist auch nicht so schlimm. Also kann man die Bälle getrost wieder rausholen? Kein Problem. Jetzt hast du ja eine eigene Schlägerwerkstatt, wo du auch Schläger individuell anfertigst. Was ist denn das Besondere an so einem individuell angefertigten Schläger? Das Besondere ist die Genauigkeit im Zusammenbau. Ein Schläger besteht aus Schlägerkopf, Schaft und Griff. Und diese drei Komponenten müssen individuell oder sollten individuell angepasst werden. So erzielt man das beste Ergebnis, was es gibt. Das Wichtige daran ist auch das, der Spieler hat dann das Gefühl, materialmäßig genau das Richtige zu haben und arbeitet ab dort nur noch am Schwung. Wie sieht denn deine Arbeit in der Schlägerwerkstatt aus? Was hast du für Gerätschaften? Wie passt du den Schläger an jede Person an? Also primär wird der Schaft ausgesucht. Das heißt, er wird in der Frequenz genau ausgesucht. Da gibt es eine Maschine, die misst ganz genau, wie viele Schläge pro Minute der Schaft hat. Dann hat jeder Schaft eine Naht. Die Naht wird auch positioniert in einem speziellen Verfahren. Soweit ist dann der Schaft hergerichtet. Beim Schlägerkopf geht es darum, dass nachher der fertige Schläger in Winkel, in Loftwinkel und Leihwinkel angepasst wird. Und der Griff muss natürlich auch individuell an die richtige Größe angepasst sein. Was für Material verwendest du für deine Schläger? Die Schlägerköpfe sind meistens aus Carbonstahl. Für die Schäfte werden Graphit- oder Stahlmaterial verwendet. Das gilt es dann beim Fitting herauszufinden, was am besten funktioniert. Und die verschiedenen Flexibilitäten des Schaftes werden auch herausgefunden, je nachdem, wie schnell jemand schwingt. Warum würdest du jedem zu einem individuellen Schläger raten oder sogar zu einem individuellen Schlägersatz? Es ist so, dass der Schlägersatz, der in der Masse produziert wird, den Industrietoleranzen unterliegt. Und da kann es halt sein, dass im Schlägersatz verschiedene Schläger nicht so haargenau zueinander stimmen. Einzeln angefertigte Sätze am Stück, so wie ich auch meine Markenware bestelle aus der Kassenabteilung, sind in der Industrietoleranz minimiert auf fast null. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur die Schläger stimmen müssen, sondern auch das passende Outfit her muss. Man sieht es an uns. Bunt ist bei dir angesagt. Wie sieht es in deinem Pro-Shop aus? Ja, ich habe natürlich ein bisschen exklusive Bekleidung bei mir im Laden. Die Kollektion wird von John Daly getragen. Das ist ein bunter Vogel, den wahrscheinlich jeder kennt von der Tour. Und ich genieße es da, ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und freue mich, dass ich die Sachen teilweise bis nach Hamburg schicken darf. Du bist ja selbst auch leidenschaftlicher Golfer. Was für Titel hast du denn schon errungen? Ja, da hatte ich schon mal großes Glück bei der Landesmeisterschaft. Da durfte ich den Vizemeistertitel bekleiden. Und ja, vielleicht noch zwei Highlights. Ich bin zweimal bei uns im Club
Clubmeister geworden. Wenn du im Club mit deinen bunten Hosen auftrittst, wie reagieren die Leute auf dich? Anfangs wurde ich ausgelacht, aber so nach kurzer Zeit werde ich hier gefragt, wenn ich mal was Normales trage, was ist denn los mit dir? Und dann kommst du natürlich auch immer auf deine Indoor-Golfanlage zu sprechen. Warum würdest du jedem raten, eine Indoor-Golfanlage zu besuchen? Die Wintermonate sind lang, lang genug, um den Schwung zu verlieren. Dann gibt es wahrscheinlich auch bei uns in Vorarlberg genug Leute, die nicht Skifahren gehen und dann den Golfsport halt noch im Land Indoor ausführen können und so ständig am Schwung bleiben können. Würdest du sagen, dass Golf sich durch die Indoor-Golfanlage zu einem Ganzjahressport entwickelt hat? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass sich jetzt in nächster Zeit auch noch indoormäßig ein bisschen mehr tun wird, dass es noch wachsen wird und auch noch Golfer akquiriert werden können, die eigentlich nicht Golf spielen. Für die Indoor-Anlage braucht man keine Platzreifeprüfung, man braucht keine Ausrüstung und kann einfach herkommen und es probieren. Für die Jugend natürlich auch ein extrem schöner Sport. Dein Sohn spielt selber Golf. Wie steht er zu dem Sport? Es gefällt ihm ziemlich gut. Er ist natürlich mit 13 Jahren noch nicht so hundertprozentig in der Konzentration. Aber wir gehen gerne gemeinsam auf den Golfplatz und es ist ein wunderbarer Familiensport. Deine Halle ist groß. Man kann sie auch für verschiedene Events mieten. Was bietest du denn da an? Ja, aufgrund der Größe, knapp 500 Quadratmeter, ist es natürlich eine tolle Sache für Firmen-Events oder diverse Fun-Events, die ich auch mit Segways anbiete, um tolle Veranstaltungen zu machen. Das wird oft gesucht. Gibt es die Möglichkeit mit Catering, gibt es die Möglichkeit mit Schnuppergolf, alles drum und dran. Leute sollen einfach Spaß haben. Das Vorarlberger Medienhaus bekommt eine neue Dachmarke, Russ Media. Und wir waren bei der Präsentation im Medienhaus mit dabei. Wenn sich 10 Tageszeitungen, 80 Wochenzeitungen und knapp 200 weitere Medienunternehmen aus ganz Mitteleuropa unter einer Dachmarke zusammenschließen, dann kann nur von einem großen Tag gesprochen werden. So geschehen am vergangenen Mittwoch in Schwarzach. Im Vorarlberger Medienhaus erfolgte der Startschuss zu einer neuen Ära. Russ Media New Everyday heißt ab sofort die Dachmarke des Verlegers Eugen Russ. Der Name also prägend und mit einer ganz langen Tradition. Eigentlich dauert der Prozess seit über 90 Jahren. Ja. Und das Unternehmen hieß ja auch über viele Jahre, über viele Jahrzehnte Eugen Russ nach dem Gründer. Und in den letzten 2 Jahren arbeiteten wir intensiv am neuen Markenprozess. Also wie wollen wir uns international, und das ist ja doch eine internationale Gruppe, 500 Mitarbeiter im Land, 700 Mitarbeiter außerhalb des Landes, wie wollen wir gemeinsam auftreten? Und das hat jetzt 2 Jahre gedauert, 6 Workshops, viele Meetings, viel Engagement seitens aller Teilnehmer. Und das Ergebnis lässt sich sehen und wir sind sehr glücklich jetzt über den gemeinsamen Namen Russ Media. Gut 50% der Belegschaft nahm am offiziellen Launch der Marke teil. Fesselnd der Vortrag von Klaus-Dieter Koch, der das Thema Marke humorvoll und dennoch gestochen scharf analysierte und mit viel Schmäh vortrug. Nachdem mir der Eugen Russ dann eine Stunde ins Ohr gebrüllt hat in diesem Stall, habe ich dann schon irgendwie, und wie gesagt, er war nicht alleine, hatte da durchaus Verbündete, die da vorgearbeitet haben und auch nachgearbeitet, und dann recherchiert man selber ein bisschen und irgendwann denkt man so, boah, was ist das eigentlich für ein Laden? Die Marke Russ Media wurde in zahlreichen Workshops der Führungsetage des Unternehmens auserkoren. Gemeinsam sollen nun die nächsten Ziele verfolgt werden. Was es braucht, um die Marke zu stärken, das weiß Markenexperte Klaus-Dieter Koch. Russ Media ist eigentlich dafür da, dieses enorme Wachstum und die enorme Entwicklung, die dieses Unternehmen in den letzten 20 Jahren genommen hat, zu verdichten auf ein Dach mit einer klaren Aussage. Und die Marke Russ Media haben wir deshalb gewählt, weil wir ganz klar und deutlich den Bezug zu unserem Gründer, zu Eugen Russ, der bereits 1919 angefangen hat, dieses Unternehmen zu gründen, und dadurch auch diesem Unternehmen mit all seiner Größe die Persönlichkeit zu geben, die ein immer noch inhabergeführtes Unternehmen ja auszeichnet.
Rus Media als Marke wird sich bereits in naher Zukunft in den Köpfen der Medienbranche einbrennen. Aber gefällt der Name auch? Ja, also eigentlich gefällt sie mir sehr gut. Ich finde, es ist zeitgemäß, es klingt international und ich glaube, es war jetzt an der Zeit, dass diese neue Marke gekommen ist. Ich finde es super, weil es nach außen hin das als Gemeinschaft eigentlich präsentiert und nicht mehr so viele verschiedene Unternehmen quasi separat sind, weil es ist ja ein einheitliches Haus. Und was steckt hinter der Marke? Markus Reit, Geschäftsführer von Rus Media, gibt Auskunft. Ja, wir haben uns von einem Einmarkenunternehmen, von den Vorarlberger Nachrichten, zu einem vielfältigen Markenunternehmen mit heute über 100 Portalen, 10 Tageszeitungen, 70 Wochenzeitungen entwickelt. Und jetzt wollten wir das Problem in die Hand nehmen, dass wir unterschiedliche Dachmarken in Ungarn, in Österreich verwenden und haben uns entschieden, da einheitlich auf die Marke Rus Media zu setzen. Ja, es gibt bei uns zwei Stoßrichtungen. Wir wollen die lokale Nische in Vorarlberg und in den Märkten in Ungarn und Rumänien besetzen und gleichzeitig werden wir sehr stark international mit internationalen Nischenportalen wachsen. Wir haben ja heute bereits das führende Kleinanzeigenportal mit Quo.KD in Deutschland, haben den größten Mietmarktplatz weltweit mit Arento und da werden sicherlich in den nächsten Jahren weitere Portale dazukommen. Sowohl als Local Player als auch auf dem internationalen Markt gibt es also noch viel zu tun. Dafür sorgen werden in erster Linie die Mitarbeiter, diese wurden den ganzen Tag aktiv in die Markenpräsentation eingebunden. Angefangen vom Frühstück bis hin zu diversen Workshops. Auch Überraschungen am Arbeitsplatz gehörten dazu und am Abend wurde mit einer ordentlichen Party so richtig gefeiert. Rus Media New Everyday hat also schon bei der Präsentation zum ersten Mal Geschichte geschrieben. Hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater, die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Der Direktvertrieb lässt sich sehr gut mit Familie und Kindern vereinbaren, weil ich meine Aktivitäten komplett flexibel planen und durchführen kann und dafür noch leistungsgerecht bezahlt werde. Ich wüsste nicht, wo dies sonst möglich ist. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Bei uns geht es jetzt weiter mit einer interessanten und spannenden Dauerwerbesendung zum Wohl, die Sendung für Biergenießer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zum Wohl, die Sendung für Biergenießer. Zum ersten Mal wurde heuer beim Mohren Brausilvester gefeiert, ein traditionelles Fest zum Abschluss eines Braujahres. Vor vielen hundert Jahren, als noch keine Kühlgeräte erfunden waren, bedeutete jeder Sommer etwas, was heute unvorstellbar wäre. Ein Herstellungsverbot für Bier. Die Temperaturen in den heißen Sommermonaten hätten dem Bier nämlich zu stark zugesetzt. Mit Beginn des Oktobers konnte dann die Bierproduktion mit Hopfen und Getreide aus der frischen Ernte wieder aufgenommen werden. Und das alte Braujahr wurde mit einem zünftigen Fest abgeschlossen. Diese Tradition wollen die österreichischen Brauereien wieder aufleben lassen und deswegen wird dieses Jahr erstmalig gefeiert, so auch beim Mohren.
liebevoll und aufbereitete Ausstellungen zum Thema Transport, Kühlung und Brausilvester erzählten dem staunenden Besucher Spannendes aus vielen Jahren Brautradition in Vorarlberg. Zu einem wahren Volksfest entwickelte sich der erste Mohrenbrausilvester. Zahlreiche Vorarlberger und Vorarlbergerinnen feierten gemeinsam mit dem Mohrenteam in der Dornbirner Brauerei. Beim feierlichen Fassanstich, durchgeführt von Landeshauptmann Magister Markus Wallner und Bürgermeister Diplom-Ingenieur Wolfgang Rümele, wurde das eigens dafür eingebraute Mohren-Silvesterbier feierlich angezapft. Der Brausilvester ist eine geschichtliche Tradition und die haben wir eigentlich wieder aufleben lassen wollen. Der Bevölkerung zeigen, dass es früher anders war. Und das versuchen wir mit dem Brausilvester. Wir sind heuer das erste Mal dabei, möchten das aber auch in Zukunft weitermachen. Und man sieht ja, dass es sehr gut ankommt und das Haus voll ist. Ich bin ja da mit meinem Büro direkt der Nachbar. Freue mich darüber, dass da so viel los ist, dass man sich insbesondere auch der Geschichte des Bierbrauens und auch natürlich der eigenen Brauerei stellt. Und jetzt habe ich mit großer Freude festgestellt, dass man schon wieder neue Räume dazu ausgebaut hat. Und es ist eine großartige Ausstellung. Und es freut mich wirklich sehr, dass ein so moderner Betrieb sich so intensiv auch an die eigenen Wurzeln erinnert. Wir haben bei uns eine gute Verbindung, aus Traditionellem, aus Heimat, aber natürlich auch viel Modernes. Die Firma Mohrenbräu kann das ganz gut verbinden. 178 Jahre in der Hand eines Familienunternehmens, viel Tradition, das Produkt, Bier, viel Tradition. Aber dahinter steckt auch viel Know-how, viel Modernes. Also diese ideale Verbindung, das dazu bei einem Produkt wie Bier ist eigentlich exzellent. Im Rahmen einer Sonderausstellung mit originalen Exponaten aus 178 Jahren Familientradition wurde die Geschichte des Brausilvesters genauer beschrieben. Besucher konnten sich interaktiv über die Herausforderung der Bierlieferung, eisige Zeiten der Brauereigeschichte und das Brauerjahr informieren. Für bierige Stimmung in der Festhalle sorgten vier Dornbirner Musikkapellen. Sie alle sind bereits aus Tradition zu Gast in der Mohrenbrauerei und spielten in großer Besetzung auf. Persönliche Grüße der befreundeten Hopfenbauern am Bodensee überbrachte die Tettnanger Hopfenkönigin Anja Bentele. Am Nachmittag gab sie sich die Ehre und staunte nicht schlecht, als Braumeister Diplom-Ingenieur Ralf Freitag sie persönlich auf eine Tour durch die Hopfenausstellung entführte. Ja, man muss einfach irgendeine Verbindung zum Hopfer haben und gerade ich speziell bin auf einem Hopferanbaubetrieb aufgewachsen, lebe damit eigentlich schon mein Leben lang und dann gibt es eigentlich in Tettnang dann alle zwei Jahre eine Wahl, wo man sich dann aufstellen kann und zur Tettnang Hopfenkönigin Welt werden kann, ja. Rock'n'Roll hieß es dann zu guter Letzt, als die Tequila Sharks die Brausilvesterbühne rockten. Ein wirklich furioses Ende eines gelungenen Tages. Vorarlberger sammeln gerne und wenn es für einen guten Zweck ist, bringt das Ganze noch mehr Spaß. Hunderte eifrige Sammler folgten dem Aufruf der Mohrenbrauerei, Kronenkorken zu sammeln und abzugeben. Die Gesamtmenge umgerechnet in Euro ging zugunsten des Alpenschutzvereins in Vorarlberg. Vorarlberg sammelt, spendet und gewinnt. Unter diesem Motto stand der Sammelaufruf der Mohrenbrauerei. Ziel war es, so viele Kronenkorken zu sammeln wie möglich. Jeder Korken zählt, lautete das Motto und so sicherte sich jeder Teilnehmer an der Sammelaktion zudem seine Gewinnchance. Aber man konnte nicht nur gewinnen. Zusätzlich wurde die Aktion Saubere Alpen, saubere Gewässer unterstützt. Das Mohrenteam freute sich über einen ganz besonderen Besuch bei der Abgabestelle im Messepark Dornbirn. Hier wurden ganze 32 Kilogramm abgegeben. Das Ergebnis jahrelanger Sammelleidenschaft, die nun zugunsten des Alpenschutzvereins gespendet wurden. Im Rahmen des Brausilvesters fanden sich dann schlussendlich die meisten Sammler in der Brauerei ein. Alle wollten ihren Anteil am Gesamtergebnis leisten. Über eine Tonne an Kronenkorken wurde gesammelt. Ein wirklich beachtliches Ergebnis. Danke an dieser Stelle an alle, die die Sammelaktion vom Mohren unterstützt haben. Bei
Bei einer feierlichen Preisverleihung zog Glücksfee und Hopfenkönigin Anja Bentele zunächst 9 Gewinner. Weitere 200 Preise wurden im Anschluss an den Brausilvester verlost. Und für den alten Schutzverein hat es sich besonders gelohnt. Hausherr und Mohren-Geschäftsführer Heinz Huber erhöhte die Spendensumme auf 8.000 Euro und überreichte zum Abschluss der Veranstaltung einen Scheck zugunsten der Aktion Saubere Alpen, saubere Gewässer. Für uns natürlich eine sehr wertvolle Unterstützung und natürlich ein unbezahlbarer Werbeerfolg für unser Anliegen. Und was ich irgendwie auch toll finde, dass sich das Reinheitsgebot der Bierproduktion so toll mit unseren Anliegen und Zielen in Einklang bringen lässt. Im Ländle wird es herbstlich, die Blätter färben sich bunt, die Tage werden kürzer und in den Vorarlberger Küchen werden ganz besondere Köstlichkeiten mit Wild, Pilz und Kürbis zubereitet. Bierkenner freuen sich jetzt auf eine ganz besondere saisonale Bierspezialität, das Mohren-Bock-Bier. An einem Bockbier kann man die Handschrift eines Braumeisters am besten erkennen. Kaum eine Biersorte hat solch eine lange und spannende Geschichte und verlangt solch ein Höchstmaß an handwerklichem Geschick. Jahr für Jahr freuen sich Bierkenner wieder auf den neuen Bock, der traditionell nur in den kalten Wintermonaten angeboten wird. Die Geschichte vom Bockbier, die liegt eigentlich bei den Mönchen, bei den Klöstern begründet. Die Mönche hatten zweimal im Jahr eine Fastenzeit und in dieser Fastenzeit durften sie nichts Festes essen, aber eine mönchische Regel sagt, Flüssiges bricht das Fasten nicht. Und die Mönche durften wohl Bier trinken, auch in der Fastenzeit. Und extra für die Fastenzeit hat man dann ein stärkeres Bier eingebraut. Und das Besondere am Bockbier ist, dass das 16% oder 16,5% Stammwürze hat, 7 Volumenprozent. Es ist dadurch etwas kräftiger, es ist sehr vollmundig und es kommen auch verschiedene Spezialmalze zum Einsatz. Und der Name vom Bockbier wiederum, der kommt von der Stadt Einbeck. Die Brauer haben immer versucht, das Bier haltbarer zu machen, stärker zu machen. Und Einbeck war für seine starken und haltbaren Biere im Mittelalter berühmt. Und aus Einbeck wurde dann Einpöck und dann aus Einpöck das Bockbier. Auch in Vorarlbergs Gastronomie steht das Bockbier hoch im Kurs. Speziell zu den aktuell herbstlichen Speisekarten bietet er sich als hervorragender Speisebegleiter an. All-in hieß es im Casino in Bregenz. Genusspoker stand auf dem Programm. Eine spannende Kooperation des Casino Bregenz mit der Mohrenbrauerei. Jährlich lockt der Casino-Herbst mit spannenden Präsentationen am Rande der Spieltische. Der diesjährige Mohren-Genusspoker verbindet spannendes Spiel mit bierigem Genuss. Eine Kombination, die zahlreiche Besucher in den Arik-Brauersaal des Casinos lockte. Der Arik-Brauersaal des Casino Bregenz verwandelte sich in eine bierige Genusslounge. Bierige Köstlichkeiten wie ein traditioneller Gambrinus-Riebel, ein leicht herbes Radler-Panna-Cotta, eine bierige Mohrensuppe oder erfrischendes Biereis versüßen den Casino-Besuchern die Zeit zwischen den Spielen. Ein besonderes Highlight des Abends war das Charity-Pokerspiel, bei dem bekannte Gesichter aus Kultur und Vereinsleben im Mohren-Team pokern. Ja, es hätte besser laufen können, aber es ist alles für einen guten Zweck. Da gibt es keine Verlierer, also spielt es keine Rolle. Also hier habe ich, glaube ich, heute einmal gar nichts im Griff gehabt. Gut, im Spielfeld ist es was anderes, weil da kennt man seine Mitspieler wesentlich besser. Da kann man auf den einen oder anderen darauf vertrauen, was der macht. Aber das ist ein Glücksspiel und das ist komplett daneben gegangen. Auch das Vorarlberger Volkstheater ließ es sich nicht nehmen, einen Platz am Pokertisch einzunehmen. Wie lange hast du denn gebraucht, um dein Pokerface zu trainieren? Da habe ich nicht lange gebraucht, das habe ich eigentlich immer. Also ich bin so eine ehrliche Seele, dass man mir sofort ansieht, ob ich lüge oder nicht. Kannst du das Pokerface mal vormachen? Naja, ich wollte sie eigentlich ja gewinnen lassen, aber sie hat mich ja dann provoziert. Mit Stichwort Alltag, ja, hier mit ihren Seitenhieben. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt kann ich sie doch nicht gewinnen lassen. Habe ich dann doch gewinnen müssen. An der Mohren-Genussbar konnten beliebte Mohren-Biersorten sowie unterschiedliche internationale Bierspezialitäten verkostet werden. So zum Beispiel ein fantastisches Whisky-Bier aus Schottland oder ein belgisches Himbeerbier, welches auch zum Mixen von Cocktails zu empfehlen ist.
Beim Mohren ist eine optimale Bierqualität das wichtigste Ziel. Vom Brauprozess über die Auslieferung bis hin zu einer optimal eingestellten Schankanlage. Sorgfältiges und bedachtes Arbeiten ist wichtig, um für die Kunden den bestmöglichen Service bieten zu können. Ilse und Fritz wollen sich in der Serviceabteilung der Mohrenbrauerei einmal etwas genauer umsehen. Das Bier vom Fass? Das Bier vom Kühlraum? Das Bier vom Kühlschrank? Und das Bier vom Zapfhahn? Boah, Bier Hightech pur. Da bist du. Ich habe noch gewusst, wo ich dich suchen muss. Psst, Ilse! Volle Konzentration. Die müssen dir sensible und lebensnotwendige Hightech komplett einstellen und fertigstellen. Da geht es um Millimeterarbeit, Druck, Umgebungstemperatur, Lagerstandort, Produkteigenschaft. Und erst die Hygiene. Tropftasser, Zapfkopf, Zapfhahn. Ja, was meinst du? Da bei Mohren sind die Serviceintervalle regelmäßig. Und wenn mehrere Leitungen zusammenkommen, also inklusive deiner Kühlleitungen, dann nennt man das... Cobra. Ja, genau. Woher weißt jetzt so du das? Holzschule. Aber weißt du auch, was passiert, wenn man ein Bier in 2000 Meter Höhe über Meeresspiegel rauslässt? Nein. Dann schummt das Bier viel mehr wie sonst wegen dem verminderten Luftdruck. Jetzt bleib aber am Boden. Ja, sicher. Abmarsch, heim. Vorarlberg gibt Gas. Auch in den vergangenen Monaten war wieder eine Menge geboten. Ein besonderes Highlight war sicher wie jedes Jahr das Szene-Open-Air am Alten Rhein in Lustenau. Aber auch sonst war Action garantiert bei spannenden Events im und fürs Ländle. Das 23. Szene-Open-Air in Lustenau war wieder einmal ein Highlight der Festivalsaison. Seit vielen Jahren ist Mohren Partner der Veranstalter und stellt neben Getränken auch sämtliches Inventar für die Barbereiche. Mit der Zeit ist eine eingespielte Zusammenarbeit entstanden, die sowohl von Veranstalter als auch von der Mohrenbrauerei sehr geschätzt wird. Ja, Kultursponsoring ist allgemein eine sehr schwierige Sache. Wir haben es allerdings geschafft, mit der Mohrenbrauerei einen langjährigen Partner zu haben, der uns wirklich richtig so unterstützt, wie wir das auch brauchen. Ob am Dornbirner Marktplatz, der sich jährlich in eine riesige Boxarena verwandelt, oder bei den Airport Race Days, wo die ein oder andere Kuriosität beim 1/8-Meilen-Rennen mit verblüffender Geschwindigkeit an einem vorbeirast. Unter dem Motto Sölden gibt Gas reiste eine eigene Mohren-Delegation ins Ötztal, um auch dort die Vorarlberger Bierflagge hochzuhalten. Ebenso waren natürlich ausdauerstarke Mürerler auch beim Drei-Länder-Marathon am Start und kamen allesamt erfolgreich ins Ziel. Liebe Zuseher, das war es auch schon wieder mit den neuesten Informationen rund um die Mohrenbrauerei in Dornbirn. Wie Sie sehen, gibt es immer wieder Spannendes zu berichten. So können Sie sich heute schon freuen auf die nächste Ausgabe von Zum Wohl, die Sendung für Biergenießer im Dezember. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen farbenfrohen und genussvollen Herbst. Zum Wohl! Leere Ghost Party. Das Mega-Event am 25. Oktober im K-Shake in Rötis. Spektakuläre Laser- und Lightshow und an den Decks DJ Antoine. Ganz wichtig, die Ticketgutscheine müssen bis 19. Oktober bei einer Ländle-Ticket-Verkaufsstelle eingetauscht werden. Der Gutschein gilt nicht als Eintrittskarte. Party pur, das größte Lehrlingsclubbing des Landes. Leere Ghost Party.
Hallo und recht herzlich willkommen zur LändeTV Fußballshow, präsentiert vom Wahlberger Fußballverband. Auch in dieser Woche wieder mit zwei Hammerpartien. Starten werden wir in der Regionalliga West. Dort stand im Bregenzer Wald das Ländle-Derby auf dem Programm. Der FC Andelsbuch traf zu Hause auf den SC Bregenz. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Tolle Stimmung beim Regionalliga West Ländle-Derby zwischen dem Simmer Elektronik FC Andelsbuch und dem Rivella SC Bregenz. Rund 1800 Zuschauer wollten sich die Partie nicht entgehen lassen und sie sahen in der 9. Minute diese Szene. Den Ball spielten Gäste aus Bregenz im Angriff. Lukas Alves wurde im Strafraum gefoult. Schiedsrichter Lepier zögerte keine Sekunde und pfiff Elfmeter. Joppi schnappte sich den Ball, legte sich die Kugel zurecht und hämmerte das Teil in die Maschen. Bregenz führte also in Andelsbuch 1:0. Die Hausherren reagierten umgehend. Nach diesem Freistoß stand Hafner plötzlich völlig frei. Der Angreifer war wohl selbst überrascht und vergab diese Chance leichtfertig. Die Partie blieb weiter eine offene Angelegenheit. Nun hatte Bregenz Eckball. Das Leder segelte zur Mitte. Einzel stieg am höchsten, sein Kopfball aber deutlich drüber. Wir sind schon kurz vor dem Pausenpfiff, da startete der FC Andelsbuch einen weiteren Angriff. Schön wurde über die Seite kombiniert, Ribeiro setzte sich im Strafraum durch, spielte zurück, Hafner mit der 100-prozentigen, der Ball aber um Zentimeter vorbei. Rein in die zweite Halbzeit, da hatten die Gäste aus der Landeshauptstadt wieder die erste Möglichkeit. Alibabic mit der Flanke, Topdumann legte Retour und De Oliveira nahm volles Risiko. Sein Schuss aber klar drüber. Bregenz nun mit mehr Initiative. Joppi trippelte sich in dieser Szene gut durch die Abwehr, probierte dann auch den Abschluss. Der Ball fand aber nur den Weg an die Querlatte. Es blieb also weiter beim 0:1. Plötzlich hatte aber Andelsbuch wieder eine Chance. Erneut war es Hafner, der es probierte. Bregenz Keeper Batir hielt aber sicher. Wir schreiben die 70. Spielminute, der SC Bregenz im Angriff. De Oliveira probierte es aus der Ferne, Schneider ließ die Kugel abprallen, Topdemann war da und die Kugel im Netz. Der Treffer zählte aber wegen einer Abseitsstellung nicht. Kurioser dann die nächste Szene, Joppi flankte die Kugel zur Mitte, Schneider brachte das Leder nicht unter Kontrolle und De Oliveira war da. Anstelle von Jubel gab es aber erneut einen Pfiff. Wieder gab Schiedsrichter Lepier das Tor nicht, Grund dafür dürfte wohl erneut eine Abseitsstellung gewesen sein. Kurz vor Schluss durften die Gäste dann aber doch noch einmal jubeln, Joppi mit dem schönen Pass auf Topdemann, der ließ sich diese Chance nicht entgehen und netzte in der Nachspielzeit zum 2:0 ein. Dies war gleichzeitig auch der Endstand. Ja, nach einer Niederlage kann man zufrieden sein. Wir haben uns mehr vorgenommen, wollten da gewinnen gegen Bregenz, denen die Parole bieten. Das ist uns phasenweise auch gelungen, aber leider nicht über 90 Minuten. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis. Mit dem Spiel, Kultur, was haben wir uns vorgestellt, das war schwierig zu machen hier, weil einfach die Platzverhältnisse haben einfach nicht uns entgegengekommen und war einfach kampfbetontes Spiel. Ja, wenn wir verlieren, müssen wir überhaupt nicht zufrieden. Aber meine Meinung, glaube ich, mir hätte vielleicht der Unentschieden wäre gerecht gewesen von Chancen her. In der ersten Halbzeit haben wir 200-prozentige Chancen gehabt und haben wir nicht eine tun und so ist Fußball. Der SC Bregenz ließ also im Bregenzer Wald nichts anbrennen und siegte mit 2:0. Die Tabelle der Regionalliga West, dort führt weiter Austria Salzburg mit 36 Punkten, auf Platz 4 Bregenz mit 28 Zählern und auf Rang 14 Andelsbuch mit 10 Punkten. Soweit also das Aktuellste aus der Regionalliga West. Bei uns geht's nach nur einer kurzen Werbeunterbrechung weiter. Alle Spiele, alle Ergebnisse, alle Tore. Live auf voll.at. Sport- und Funktionsbekleidung für den Bereich Teamsport. Designermarken zum Anschauen und Angreifen. Ganz aktuell, deine Lasergravur.
Deine Fußball- oder Hallenschuhe, egal ob neu oder gebraucht, werden mit deiner Nummer oder deinem Namen versehen. Ganz wie bei den Profis. Teamsport Wilhelmer in der Bahnhofstraße 15a in Dornbirn oder in Van Dans. Die TV-Fußballshow, präsentiert vom Vahlberger Fußballverband, war am Wochenende auch zu Gast in der Vahlbergliga auf der Gastreihen Rankweil, traf Rot-Weiß Rankweil auf den FC Wolfurt. Rot-Weiß Rankweil gegen den FC Wolfurt hieß die Paarung, die sich am 11. Spieltag der Vahlbergliga auf der Gastra gegenüberstand. Die in Blau-Gelb spielten Gäste bereits nach 6 Minuten mit der ersten Möglichkeit. Benny Neubauer mit dem idealen Zuspiel auf Bruder Tobias, Rankweil-Keeper Preuß aber zur Stelle. Die Gastgeber brauchten ein wenig, um in die Partie zu kommen. Der erste Warnschuss, dann nach 10 Minuten, Eiler probierte es, Fetz aber ohne Probleme. Beide Mannschaften schenkten sich in weiterer Folge wenig und beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive. Jetzt war wieder Wolfurt am Drücker, Benny Neubauer an der Strafraumgrenze mit einem Haken und dann mit einem Spitz. Preuß sah ein wenig unglücklich aus, Wolfurt führte mit 0:1, Steirer-Tor also auf der Gastra. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten. Nur 10 Minuten später diese Szene. Pose scheiterte zunächst an Fetz. Kam aber nochmals zum Ball, spielte quer, Winter völlig alleine, aber Fetz erneut mit einer Glanztat. Hinten die Wolfurter also mit einem starken Rückhalt und vorne, da ergaben sich immer wieder gute Möglichkeiten. Wiensberger hier mit der Großchance, der Ball verfehlte das Tor aber um wenige Zentimeter. Nach gut einer halben Stunde dann wieder Rot-Weiß-Rankweil im Vorwärtsgang. Koch hatte aus 25 Metern freie Schussbahn, drückte ab und das Runde zappelte im Eckigen. Ausgleich also auf der Gastra, Rankweil 1, Wolfurt 1. Rein in den zweiten Durchgang, da war zunächst viel Leerlauf angesagt. Erst in der 55. Minute die erste echte Torschance. Schertler im Strafraum völlig frei, sein Abschluss aber zu schwach. Quasi im Gegenzug machten die Rankler vieles besser. Ribeiro schnappte sich hier die Kugel, Eckenberger protestierte aus. Der Rankler spielte weiter, sah Koch und der machte seinen zweiten Treffer. Die Hausherren drehten also die Partie und führten nun mit 2:1. Die Engler-Elf nun mit breiter Brust. Aus allen Lagen wurde nun geschossen, Winter probierte es, Fetz hielt aber einmal mehr sicher. Die Partie wurde nun etwas ruppiger. In der 68. Minute fällt hier Ribeiro Benny Neubauer von hinten. Schiedsrichterin Biljana Iskin kannte keine Gnade und stellte den Brasilianer mit Rot vom Platz. Die Emotionen kochten nun hoch. Rankweil also mit einem Mann weniger, aber dennoch schafften es die Unterländer nicht, sich zwingende Torchancen zu erspielen. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzlig. Schlussendlich überstanden die Oberländer aber auch diese Szene und durften sich so über einen wichtigen Heimsieg freuen. Wir sind letzte Woche ja schon in Nenzing, haben wir 3 Punkte mitgeholt, jetzt so die erste Heimsieg seit, ich glaube, April 2012. Und ganz wichtig für die Mannschaft und für den Verein. Jetzt haben wir den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder gefunden und das ist natürlich sehr wichtig. Er ist sehr schwer gewesen und im Boden ist sehr holprig gewesen. Und aber wichtig war, dass wir noch zurückgefunden haben und dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja, ich bin natürlich heilfroh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Wir haben ja seit April kein Heimspiel mehr gewonnen. Für unsere Zuschauer und für unsere Mannschaft, gerade in der Situation, wo wir im Moment sind, war das natürlich unheimlich wichtig und ein großer Befreiungsschlag. Und vor allem war es wie letzten Samstag in Nenzing, 2:0 Rückstand, heute wieder 1:0 Rückstand, wieder zurückgekommen und das Ganze gedreht und mit einem Mann weniger. Also ich muss sagen, die Mannschaft hat vor allem kämpferisch eine sehr große Leistung gebracht. Rot-Weiß-Rankweil dreht also erneut einen Rückstand in einen Sieg. Die Tabelle der Vorarlbergliga, dort führt Bietzau mit 20 Punkten, auf Rang 9 Wolfurt mit 14 Zählern und auf Rang 11 Rankweil mit 13 Punkten.
Das war's schon wieder von der Lendl TV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis dann. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Danke an Marc Gechter für die Sportinformationen. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Wochensendung angelangt. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Sie sehen in Kürze noch Ländle TV der Tag. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.